Wir sind heute hier in einem wunderschönen Orchester-Tonstudio in Berlin und werden heute ein Digitalpiano von uns aufnehmen, ein neues Digitalpiano und einen akustischen Flügel. Ja, und dann werden wir mal gucken, was dabei herauskommt. In die Heile, die Heile. Das TEDx-Studio ist das größte private Studio in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa. Unser Saal ist knappe 450 Quadratmeter groß, hat eine Höhe von etwa 8,5 Meter. Das heißt, wir nehmen mal einen direkten Klavierklang. Hallo. Bitte, ich bin sehr herzlich. Dann lass uns das mal sagen. Ich denke, jeder, der sich für Klavierspielen begeistert, möchte eigentlich einen Konzertflügel zu Hause haben. Ich glaube, das ist der Traum, der große Traum. Ich sage mal, ein Konzertflügel, der braucht natürlich die Akustik. Idealerweise einen großen Konzertsaal und den hat man zu Hause in der Regel selten. Und da ist natürlich ein Digitalpiano eine sehr gute Alternative. Zum Spielen. Ja, klar. Genau. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir richtig die Akustik mikrofonieren, ne? Weil wir haben ja auch hier richtig ein Gehäuse, was aufgeht. Jetzt mal mit geschlossenem Deckel. Mhm. Ja, wir können da ruhig mal beides versuchen. Also, genau, also ich würde sagen, wir versuchen sagen, drei Ebenen. Was hört der Spieler? Genau. Und was hört man dann im Raum? Ja. Ein akustischer Flügel ist eigentlich natürlich konzipiert, gerade wenn es ein großer Konzertflügel ist, fürs Publikum. Und ein Digitalpiano muss ja in der Regel etwas anderes erfüllen, nämlich den bestmöglichen Klang für den Spieler, der selbst am Klavier sitzt. Wenn ihr soweit seid, können wir einen Soundcheck mal starten. Genau. Am besten erstmal das Casio so ganz alleine, damit wir mal kurz einen Eindruck kriegen. Das ist das Casio jetzt? Genau. Also jetzt rein die Mikrofone, die so, weiß ich, anderthalb Meter von hier entfernt sind. Also wir denken, genau. Konzertflügel ist natürlich was ganz anderes als ein Digitalpiano, das ist klar. Es geht aber nicht darum zu beweisen, dass wir mit dem Digitalpiano jetzt wirklich gleichwertig sind mit dem akustischen Konzertflügel, sondern wir wollen einfach gucken, okay, wo stehen wir? Ja? Wie dicht sind wir dran? Und ja, wird ein spannendes Experiment. Okay, die Aufnahme läuft jetzt, wir können loslegen.